Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Es soll heute mal um ein Thema gehen, was wir bisher nur ein einziges Mal auf unserem Kanal hatten, und zwar um das Thema Kosten und Finanzen. Damals vor ungefähr 2 Jahren haben wir ein Video gemacht, was unsere gesamte Fahrradweltreise denn kostet und wie wir das Ganze halt auch finanzieren, unsere unterschiedlichen Einnahmequellen, haben da aber explizit halt keine Nummern genannt. Das wollen wir heute einmal ändern und wollen euch heute einmal in unsere Statistiken von unserem YouTube-Kanal mitnehmen. Deswegen haben wir hier den Laptop stehen und euch alle Zahlen einmal offen darlegen und zeigen. Denn es ist ja nach wie vor unsere Intention mit diesem Kanal, Leute zu inspirieren. Und bei uns ist es halt so gewesen, dass wir diesen YouTube-Kanal damals vor ziemlich genau 7 Jahren, jetzt vor ein paar Tagen hatten wir halt Jubiläum, erstellt haben. Allerdings gar nicht mit dem Hintergedanken, dass wir damit Geld verdienen wollten, sondern wir wollten lediglich anderen Menschen zeigen, wie wir mit dem Fahrrad um die Welt reisen, wie das Ganze funktioniert und wie unser Alltag dabei halt so aussieht. Dass man das Ganze dann monetarisieren konnte auf YouTube, wussten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, sondern haben wir erst ein paar Monate später, also da hatten wir schon gut ein paar Videos online, ganz zufällig durch meinen Onkel erfahren, der hat mir dann eine E-Mail geschrieben. Genau, vielen Dank an dieser Stelle. Und hat gesagt, hey Michel, ihr könnt eure Videos doch auch monetarisieren und euch da ein bisschen Geld mit verdienen. Und ja, das haben wir dann gemacht und die Statistiken gucken wir uns dann gleich genauer an, wie sich das Ganze dann aufgebaut hat über den gesamten Zeitraum und so weiter. Cool ist auf jeden Fall wirklich, dass wir es anscheinend wirklich geschafft haben, viele Menschen zu inspirieren und dass halt auch andere Lebensstile möglich sind und man auch auf andere Art und Weise sein Geld verdienen kann. So zum Beispiel wie wir halt, indem man mit dem Fahrrad um die Welt fährt und da Videos macht. Und mittlerweile gibt es halt im deutschen Raum wirklich auch viele andere Radreise-YouTube-Kanäle. Und das war 2016, als wir damit gestartet haben, wirklich nämlich noch gar nicht der Fall. Da waren wir wirklich die Ersten in Deutschland, die Pioniere, ja, die so einen Kanal gemacht haben. Vor allem auf Deutsch. Das war, glaube ich, das Entscheidendste. Ich glaube, da waren auch schon ein paar Leute aus Deutschland unterwegs und hatten einen Kanal, aber dann auf Englisch, damit man auch mehr Leute erreicht. Und für uns war das immer so, wie Michel auch schon gesagt haben, das war nie so eine Intention, quasi so explizit Geld damit zu verdienen. Quasi wollten natürlich so viele Leute wie möglich zu inspirieren und so viele Leute wie möglich zu motivieren. Aber englische Videos ist auf jeden Fall nicht für uns. Wir haben, ja, quasi, weil wir zusammen immer Deutsch sprechen, und da haben wir auch gedacht, dass wir das, dass es für uns dann sich verstellt fühlen wird, wenn wir auf einmal miteinander auch Englisch sprechen würden. Deswegen haben wir das oder beziehungsweise machen wir unsere Videos immer auf Deutsch. Und das hat auch einen ganz guten Vorteil aus finanzieller Sicht. Dazu hat sich später auch rausgestellt. Genau, ja, dazu erzählen wir nachher noch ein bisschen genauer, was das auf sich hat, ob man nun englische oder deutsche Videos macht. Genau, also schauen wir mal in die Statistiken rein. Also, hier sind wir dann jetzt auf unserem Kanal youtube.com/rausgefahren. Mit neuem Design jetzt. Mit neuem Design. Und hier oben sehen wir auch nochmal die Zahlen. Wir haben jetzt im Moment 59.600 Abonnenten. Und hier sind die ganzen Videos. Das sind insgesamt um die 300 Videos, die wir jetzt in den letzten Jahren hochgeladen haben. Und im Durchschnitt, oder meistens war es eigentlich so, ein Video pro Woche. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal nur alle 2 Wochen, manchmal auch ein bisschen Pause. Und dann können wir uns hier jetzt einmal die Statistiken anschauen. Die Hinterkulisse. Das sind jetzt hier ganz interessante Einblicke. Backstage. Also, wir stellen das einfach mal direkt auf seit Erstellung, würde ich sagen. So. Und das ist auf jeden Fall auch aufregend, weil wir das jetzt davor nicht geguckt haben. Ist nicht geprobt, genau. Es lädt. Wow. Okay. Also, dann fangen wir mal an. Wir haben 9,1 Millionen Aufrufe insgesamt. Allerdings, Daten für Aufrufe sind erst ab dem 1. Januar 2019 verfügbar. Aha, quasi, wir haben den Kanal am 7. Januar 2016 erstellt. Und der zeigt aber jetzt die Statistiken für 2019. Man kann wahrscheinlich nur 5 Jahre zurückgucken. Interessant. Aber gut, sind wir ganz ehrlich, in den ersten Jahren, ja, kommt vielleicht noch eine knappe Million dazu, könnte ich mir vorstellen. Also ich würde sagen,
Danke 10, euch. 10 Millionen Aufrufe haben wir, glaube ich, um und bei insgesamt. Wow. Ganz schön viele Klicks, das muss man schon sagen. Dann kommen als nächstes, gut, Impressionen, wie oft unsere Videos halt gesehen wurden. Als YouTube-Vorschlag, Klickrate, ja, ist alles nicht so spannend. Genau, hier unten haben wir noch Top-Videos, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Also unser erfolgreichstes Video war jetzt vor einem halben Jahr. Zusammen schaffen wir alles, 6 Jahre Fahrradweltreise, das haben 500.000 Menschen geguckt. Danach unser Fahrradvideo. Unsere Fahrräder für 4 Jahre Weltreise, wo wir unsere erste Fahrräder vorgestellt haben und alle Abschleif und alles, was mit denen passiert ist, geschildert haben. Das hat 380 Abrufe. 380.000. Dann auch knapp darunter in 5 Minuten mit dem Fahrrad um die Welt. Das ist, glaube ich, unsere 3 Jahre Zusammenfassung. Dann Vorstellung unserer 9 Fahrräder, hier, die hier jetzt auch stehen. Und dann 2 Jahre von Deutschland nach Indien. Ah ja, interessant. Also unsere 2-Jahres-Zusammenfassung, 180.000 Aufrufe. Gut, dann gucken wir mal weiter und zwar in die Zielgruppe. Auch hier gibt es jetzt tatsächlich nicht alle Daten, aber sei es drum. Das ist auch wiederum ja, nicht so super spannend hier. Also 59.600 Abonnenten, wie gesagt. Hier unten sehen wir die Länder. 73% unserer Zuschauer kommen aus Deutschland, der Rest Österreich, Schweiz, USA, Niederlande. Untertitel immerhin, ja, 10%, 13% der Leute gucken unsere Videos mit englischen Untertiteln, die wir mittlerweile leider nicht mehr machen. Und, ah ja, genau, das hier ist auch noch sehr interessant. Alter und Geschlecht. 80% unserer Zuschauer sind männlich, 20% weiblich. Brauchen wir Frauen? Was wir dann hier unten haben, das finde ich auch sehr, sehr spannend, die demografische Verteilung. Quasi plus 45, also wenn man das zusammenrechnet, sind 50%, mehr als 50% unserer Zuschauer sind älter als 45. Und ja, dann 18 bis 24. Aber die größte Zielgruppe ist 25 bis 34. Das stimmt. In 21%, ja, genau. Super. Also passt. Ja. Einverstanden. Gut. Und dann geht's zum Umsatz jetzt schon, ne? Also. Okay, quasi, aber das wird alles außer 2017. Wir gucken mal, wie das jetzt hier, ob der Umsatz jetzt komplett zu sehen ist oder nicht. Ich bin gespannt. Ja, wow, okay. Krass. Der Umsatz ist komplett zu sehen. Wir haben mit unserem YouTube-Kanal in den letzten 7 Jahren $58.596.16 verdient. Ja, das hört sich jetzt natürlich schon erstmal viel an. Ist auch natürlich sehr, sehr viel Geld, definitiv. Aber wenn man es über 7 Jahre sieht, genau, erstmal durch 7, dann durch 12, dann durch 2. Und dann nochmal Hälfte der, ja, nicht ganz die Hälfte, aber fast, geht nochmal für Steuern weg. So, man kann sich das Ganze jetzt aber hier auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und man sieht hier natürlich, ja, vor allem diesen einen richtig krassen Ausschlag. Der geht hier auf, na, auf was geht der? Auf, ja, auf über $400, also fast $500. Die wir an einem Tag verdient haben, an einem Tag. Das war der Tag, wo wir unser 6-Jahre-Video, glaube ich, veröffentlicht haben. Oder einen Tag danach oder ein paar Tage später, als es dann auf einmal richtig viral gegangen ist. Ansonsten ist es bis 2019 relativ flach. Also man sieht hier zum Beispiel ja $1 pro Tag, $2 pro Tag. Hier 2017 11 Cent pro Tag. Oh ja, all das hatten wir noch gar nicht monetarisiert. Warte mal, ab wo? Ah ja, hier sieht man dann natürlich, ab wann wir monetarisiert haben. Interessant. Genau, wie gesagt, also wir haben im Mai 2016 dann das erste Video hochgeladen. Und hier, guck mal, ja, im 2017 haben wir dann eigentlich angefangen zu monetarisieren. Haben hier mal 14 Cent am Tag verdient. Oder eben schon $1.50 am Tag. Also $1 am Tag sind dann halt $30 im Monat. Das kann man ja ziemlich leicht ausrechnen.
Und so geht das ja eigentlich wirklich eine ganz schöne Weile bis 2018. Guck mal, 19. Mai 2018, da waren wir schon 2 Jahre unterwegs. Da haben wir $60 im Monat dann mit YouTube verdient. Und die Arbeit ist natürlich ja schon noch mehr geworden jetzt über die Jahre, aber auch am Anfang war es schon viel, viel Arbeit, diese Videos zu schneiden. Und der Verdienst war nicht wirklich groß. Und irgendwann ging es dann so ein bisschen los. Hier, guck mal. $30 Ende 2019, ja, $30 einmal. Und dabei ist es dann jetzt auch so durchschnittlich, hier kommt mal $30. Dabei ist es dann so ungefähr geblieben, bisschen weniger wahrscheinlich, weil $900 im Monat waren es nicht. Und jetzt ist es auch eher wieder ein bisschen niedriger, $10, $20, ja. Also es schwankt halt sehr, es ist sehr, sehr variabel. Und das ist halt auch so ein bisschen das Schwierige dann daran, an einem YouTube-Kanal oder wirklich nur mit YouTube sein Geld zu verdienen. Weil mal verdient man dann halt viel und mal verdient man wenig. Und es ist schwierig vorhersehbar, welches Video nun erfolgreich ist, welches Video nicht erfolgreich ist, womit man viel Geld verdient. Deswegen haben wir natürlich auch noch weitere Einkommensquellen, die aber alle mit dem YouTube-Kanal im Endeffekt verbunden sind. Zum Beispiel halt Patreon und YouTube-Kanalmitglieder. Vielen Dank! An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die uns da entsprechend auf diesen anderen Plattformen halt auch unterstützen, genau. Aber schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Und zwar können wir hier unten dann einmal gucken, Inhalte, mit denen am meisten Einnahmen erzielt wurden. Wie gesagt, unser 6-Jahre-Video. Alleine mit diesem Video haben wir $4,170 verdient. Das war auch mit Abstand unser erfolgreichster Monat, nachdem wir dieses Video veröffentlicht haben. Da haben wir in einem Monat dann auf YouTube wirklich, ich glaube, $5,500 insgesamt verdient. Großteil natürlich mit diesem Video, aber natürlich auch noch andere Videos, die dann auch entsprechend angeschaut wurden. Hier sehen wir dann jetzt zum Beispiel mal aktuelle Zahlen oder wir können die auch noch mal genauer anschauen. Das sind hier quasi wirklich, ja, ziemlich ausführliche Zahlen, die Prozente, kann man, genau, das kann man sich Komma-Angaben. Alles. Komma-Angaben. Ah ja, hier sieht man den Gesamt. Guck mal, das sind unsere 3 besten Monate: $5,300, $3,200 und $1,300. Allerdings in den letzten 365 Tagen. Aber das trifft, glaube ich, dann auch auf den gesamten Zeitraum zu. Weil ja, man muss ganz klar sagen, das letzte Jahr war definitiv das erfolgreichste Jahr, alleine wegen dem 6-Jahre-Video. Davor hat sich das halt so in dem Bereich eigentlich immer um 400, 500, ja, $600 so gedreht für eine lange Zeit. Dann können wir uns hier oben nochmal diese Zahlen anschauen. Und zwar ist das der CPM bzw. der RPM. Der CPM ist der Cost per Mill, also das ist der Betrag an, oder das ist der Geldbetrag, den Firmen zahlen, um auf unserem YouTube-Kanal halt Werbung zu schalten. Natürlich das direkt an YouTube zahlen, also so funktioniert halt die Werbung auf YouTube. Firmen kaufen Werbeplätze auf YouTube und dann wird es mit der Zielgruppe und Altersgruppe und so weiter halt genau angepasst, in welchen Videos halt diese Werbeanzeigen dann gezeigt werden und dann zum Beispiel in unseren Videos. Und wenn das in unseren Videos gezeigt wird, muss diese Firma halt $9,90 zahlen, damit 1000 Menschen diese Werbung dann halt entsprechend sehen. Wir bekommen halt den RPM, also den Return per Mill. Pro 1000 Klicks bekommen wir durchschnittlich $5 von YouTube. Was eigentlich ziemlich gut ist. Was ganz gut ist, definitiv. Es gibt halt, oder wenn man insbesondere seine Videos auch auf Englisch macht, dann spricht man natürlich viel, viel mehr Leute an, aber man spricht halt auch Leute an aus Ländern, ja, wo der finanzielle Hintergrund halt oder die Finanzsituation, sage ich mal, nicht so gut ist wie in Westeuropa, wie in Deutschland. Und dann hat man halt einen CPM von $1 oder $2 zum Beispiel, wenn man halt Videos in Indien oder sowas, dann, wenn die Leute die Videos in Indien anschauen zum Beispiel oder in Südostasien oder was weiß ich, oder Südamerika auch. Mexiko. Wir haben einen guten Freund hier in Mexiko, der einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal hier hat. Der hat, glaube ich, schon über 1 Million Abonnenten. Die Videos werden immer, ja, 100.000 Male angeguckt oder Millionen, glaube ich sogar. Der hat immer 2-3 Millionen Klicks pro Video. Ja, der verdient im Endeffekt vielleicht ein bisschen mehr als wir, aber so viel halt nicht, weil es halt in Mexiko ist. Also wenn man das Ganze dann jetzt halt wirklich mal hochrechnet auf die Jahre und auf die Arbeit, die wir da reingesteckt haben.
pro Video, wie viele Stunden verbringt man am erstmal filmen, die Kamera aufstellen, fahren, zurückfahren oder irgendwelche extra Videos zu schneiden, wie jetzt zum Beispiel das so zu aufnehmen zu das, wie jetzt oder zu schneiden das Video, irgendwelchen Sachen aussuchen, wie für das Video, was wir letzte Woche veröffentlicht haben über Wildzelten. Da bin ich durch alle möglichen Festplatten durchgegangen. Das dauert echt Zeit quasi. Da kann man schon sagen, dass so ein Video dann irgendwie fast 20 Stunden an Schneiden Zeit quasi kostet quasi. So, im Durchschnitt würde ich sagen, dass es zwischen 6 und 10 Stunden nur rein Schneiden Zeit ist, was man in ein Video, was halbe Stunde lang investiert an seine Arbeit. Vor allem jetzt mit Kira quasi. Ich bin diejenige, die Videos schneidet und dann kann ich eher konzentriert schneiden abends, nachts, wenn Kira schläft. Und das ist auch quasi immer abends ab 9 und dann Open End. Das ist schon mehr Arbeit, glaube ich, als man denkt. Ja, und runtergerechnet, der Stundenlohn ist dann, ja. Wir sind nichtsdestotrotz natürlich super dankbar, super glücklich, dass sich das so entwickelt hat. Weil, wie gesagt, am Anfang haben wir halt diesen YouTube-Kanal gestartet und dachten halt so, hey, komm, wir machen ein paar Videos, zeigen den Leuten, was wir so treiben, wie wir mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Und auf einmal kam da dann, ja, nach 2 Jahren, okay, aber da kam dann langsam Geld rein und wir konnten dann einmal im Monat mal eine Pizza essen gehen oder uns mal einen Kaffee kaufen gehen. Und irgendwann war dann, glaube ich, als wir in Thailand waren, also 2019, war es dann wirklich so weit, dass wir mehr Geld eingenommen haben, als wir halt brauchen. Nicht viel mehr, aber dass es sich dann halt langsam so eingependelt hat. Auf null. Dass wir jetzt wirklich davon leben können, in dem Sinne, dass wir wirklich das machen können, was wir lieben, worauf wir Lust haben, worauf wir Bock haben. Ja, das macht uns immer noch sehr viel Spaß, die Videos aufzunehmen, die Videos zu schneiden, nachher eure Kommentare zu lesen, das ganze Feedback zu bekommen. Das freut uns auch sehr, dass wir so viele Leute inspiriert haben und inspirieren. Und nochmal ein super großes Dankeschön an alle, die kommentieren. Das ist oft echt sehr schön, diese Kommentare so zu lesen. Und ist man dann noch mehr verstärkt in dem, was man macht. Auf jeden Fall, also schreibt bitte fleißig Kommentare und sei auch nochmal jetzt gesagt, dass sich jetzt natürlich unsere Videos verändert haben, seit Kira da ist, seit wir unseren schönen Bus haben. Gestartet ist das Ganze als wirklich reiner Radreise-YouTube-Kanal und ich denke, wir haben da wirklich Pionierarbeit geleistet, also es sind danach wirklich richtig, richtig viele Leute rausgefahren, alleine auch mit ihren Fahrrädern. Haben auch YouTube-Kanäle gestartet. Es gibt ja mittlerweile wirklich ganz, ganz viele YouTube-Kanäle im deutschsprachigen Raum, die sich damit befassen, wie Leute mit ihrem Fahrrad um die Welt reisen. Ich finde das einfach super und es ist einfach total genial, dass wirklich wir da am Anfang stehen konnten und das gestartet haben, diese Revolution, sage ich mal. Bewegung, der rausgefahren Bewegung. Diese Lebensfreude einfach, dass Leute wirklich merken, dass man viele, viele Dinge machen kann und dass man einfach loslegen kann und das starten kann. Und das haben wir auf jeden Fall auch gezeigt mit unserem YouTube-Kanal. Und jetzt wollten wir euch heute einfach gerne auch nochmal zeigen, wie das Ganze dann hinter den Kulissen aus finanzieller Sicht aussieht. Also diese knapp 50.000 Euro lass es dann 30.000 Euro sein im Endeffekt, haben uns natürlich riesig dabei geholfen, unsere Reise zu finanzieren, unsere Reise durchzuführen zu können und entsprechend auch diese Videos machen zu können, um euch die wunderschöne Welt zeigen zu können. Und von daher bin ich sehr, sehr dankbar an jeden Einzelnen von euch, der unsere Videos schaut, geschaut hat und schauen wird. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Und lasst, wie gesagt, gerne einen Kommentar da. Und Daumen. Daumen nach oben. Wir sehen uns nächste oder übernächste Woche wieder. Mal schauen, wie wir es videotechnisch jetzt nächste Woche hinbekommen. Einen schönen Sonntag euch noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao.